So, weiter geht's mit einer Runde Live. Wir sind auf Ignite Live. Ich sag da was zum Titel, wenn er überhaupt aussagekräftig ist. Wir machen leider keine Party mit. Oh, wir haben eine Party mit Skills. Wird schon mal gerade frei. Super. Zwei Partys mit Skills, okay. Wow. Scheint irgendwer anders rein, Mann. Come on. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier. Ich hoffe, der kickt mich jetzt nicht raus, weil ich vermute mal, dass der halt irgendwie was machen will hier. Also irgendeine Art von Dungeon, so ein Chor wahrscheinlich. Je nachdem. So, also. Ich muss ein bisschen leiser sein, weil es hier relativ spät ist und alle schlafen und so. Deswegen nicht wundern. Ich habe irgendwie so viele Fenster hier offen. Also laut F-Tool. Ich weiß nicht genau, was das alles darstellen soll, aber. Naja, also. Ja, ich wollte vorher mal losfahren. Ich wollte mir ursprünglich einen Döner holen. Dann kam noch meine Mutter mit, weil noch irgendwas abgeben musste bei irgendeiner Patientin. Also, sie ist Altenpflegerin. Und deswegen sind wir halt dann ins nächste Dorf gefahren. Oder übernächste Dorf, um genau zu sein. Keine Ahnung, wo das jetzt genau. Also, ob das zusammengehört oder was auch immer, spielt auch keine Rolle. Ja, haben wir es einen abgegeben. Döner gab es keinen, deswegen dachte ich mir, okay, fahre ich weiter mal zum nächsten McDonald's. Weil es einfach schon 6 oder so war, oder halb 6. Ich bin aus der Ausfahrt rausgefahren, schaue nach rechts, nichts kommt, ich schaue nach links. Kam langsam ein Auto, dachte ich mir, okay, fahre ich noch raus, bevor das Auto kommt. Beziehungsweise, ich lasse mich erstmal nach vorne rollen und schaue halt mal generell. Also ich mache es ja meistens immer so, ich schaue erstmal rechts, dann nach links, lasse mich ein bisschen nach vorne rollen und dann fahre ich halt meistens los, je nachdem. Also ob Stoppschild oder jetzt halt irgendwie Vorfahrt achten oder keine Ahnung. Ich schaue nach rechts, ich schaue nach links, ich lasse mal vorne rollen, boom. Ich sehe nur eine Fahrradfahrerin vor mir. Ja. Ja, was soll man machen? Ganz im Ernst. Klar, ich meine, ich kann nicht sagen, es war nicht meine Schuld, das wäre, glaube ich, falsch. Ist blöd gelaufen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wo die vorher waren. Ich meine, ich habe die vorher nicht gesehen. Ich habe jetzt, also klar, nachher kann man das jetzt meistens nie so hundertprozentig genau nochmal hier, nochmal aus dem Gedächtnis abrufen. Aber ich vermute einfach, dass die vorher irgendwie von rechts vom Getränkemarkt oder den Tankstelle-Getränkemarkt rausgefahren sind, halt dann auf dem Radweg drauf und dann halt quasi über die Straße drüber sind, dass ich die halt irgendwie am Anfang nicht gesehen habe. Oder ich habe einfach, keine Ahnung, ich hab's einfach wirklich übersehen, kann auch sein. Aber ich meine, normalerweise fällt mir sowas schon auf und naja, ich weiß es nicht. Also die müssten ja eigentlich super nah bei mir dran gewesen sein, deswegen verstehe ich es auch nicht. Also ich weiß es nicht, die kamen halt einfach irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, einfach sagen wir mal so. Und ja, dumm gelaufen. Ich weiß es nicht, also ich muss sagen, ich habe mich dann nach vorne rollen lassen. Normalerweise hätte man das schon auch sehen müssen, also die Radfahrerin, die ist halt hinter dem Mann gefahren und also die hat auch nicht geschaut. Das ist halt das Ding. Die ist halt auch brain AFK Mann hinterher gefahren und klar, sie hatte Vorfahrt und so. Aber ich weiß nicht, ist halt. Also, kann man sich auf Vorfahrt verlassen? Ja, sollte man sich, klar, das stimmt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt Vorfahrt habe, kann ich auch nicht einfach aus einem Nebenstraßen oder jetzt irgendwo, keine Ahnung, über die Straße brettern und ohne zu schauen drüber fahren, weil wenn da was passiert, dann ist es auch fahrlässig eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich find's halt einfach ein bisschen beschissen geregelt, einfach in Deutschland, weil halt einfach immer der mit dem, erstmal schwereren Fahrzeug, und ein Auto ist natürlich schwerer als ein Fahrrad, klar, die Arschkarte hat. Aber ich weiß es nicht. Also, ich muss sagen, man sagt ja auch immer so, wenn man zum Beispiel einen Auffahrunfall hat, ist immer der hintere schuld.
Man sagt es zwar immer, aber es ist natürlich auch nicht immer so. Das heißt, wenn eine Vorderräder zum Beispiel jetzt eine Vollbremsung macht oder einfach fahrlässig handelt, dann hat der einfach auch eine Mitschuld. Und ich weiß es nicht. Es ist halt echt. Es ist echt ein bisschen kritisch, weil, wie gesagt, ich meine, ich kann nicht sagen, woher die kamen. Wenn man rollendes Auto sieht, fährt man dann nochmal davor hin? Ich weiß es nicht. Also, ganz beschissene Situation einfach. Echt ziemlich beschissen. Wie gesagt, woher die kamen, weiß ich nicht. Das ist jetzt halt, wäre interessant zu wissen, aber ich habe da kein Dashcam im Auto. Wird aber auf alle Fälle nächste Anschaffung sein. Hundertprozentig. Vorne und hinten. Ja, ziemlich sicher vorne und hinten. tja, Ende vom Lied. Mein Auto ist jetzt 5 Tage alt. Also, ich habe es gekauft vor 5 Tagen. Da war es jetzt 1 Jahr alt. Stoßfänger kaputt. Also hier Stoßstangen kaputt. Der Grill ist auch verkratzt. Also der hat schon tiefe Schrammen. Gut, ich meine, es ist beides Plastik. Das rostet jetzt nicht. Den Grill. Ja, böse Schrammen. Austauschen, ja, nein. Ja, sekundär. Das andere hat einen Riss und ist halt schon ziemlich angebeult. Gut, es hat genauso eine Kante erwischt. Also es ist halt, ich sage jetzt mal an sich auch eher nicht brutal auffällig. Also es ist halt mehr so in so einem versteckten Winkel halt quasi so. Pi mal Daumen, laut dem Mechaniker 1.500 € Schaden. Nice. Vor allem sehr nice, nachdem ich jetzt mir gerade vor 5 Tagen ein neues Auto gekauft habe. Echt unglaublich beschissen gelaufen, muss ich jetzt echt mal sagen. Ich weiß es nicht, das war so unnötig einfach. Vor allem, meine Mutter hatte dann eben irgendwelche, was war das, irgendwelche Knochen, also halt so zum Auskochen, irgendwelche Fleischknochen, so glaube ich, zu einer Frau gebracht und ja, komplett unnötig das Ganze und ja, cool, sie hat ihre kostenlosen Knochen, ich habe eine Rechnung von, hat sich für mich total gelohnt, lieber wäre ich mitgefahren und nicht selbst gefahren und keine Ahnung, gut, das Geld bleibt in der Familie, deswegen ist es egal, aber regt mich brutal auf. So, dann kommt natürlich noch dazu Schaden am Fahrrad. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die wird zumindest standardmäßig erstellt. Gut, was dabei rumkommt, ich weiß es nicht. Ja, was noch? Schmerzensgeldforderungen von dem Typen. Also ich meine, der Mann von der Frau, der war echt generell der größte Hurensohn überhaupt auf dem ganzen Planeten. Also, dem ging es nicht mal um seine Frau eigentlich. Der hat einfach nur rumgeschrien und rumgebrüllt und beleidigt und keine Ahnung. Leider nichts Relevantes, sonst wäre sofort Anzeige raus gewesen. Aber keine Ahnung. Also ich meine, hat sich um seine Frau, glaube ich, so 2 Minuten gekümmert und dann war ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, wie scheiße ich bin und keine Ahnung. Also so ein Wichser einfach. Ich meine, das war einfach so ein typischer. Nichts gegen Ostdeutsche, aber wie wir es in Bayern nennen, Preußen, die sind halt in der Regel bei uns relativ ähnlich alle. Nicht alle, aber viele. Sagen wir so, sehr, sehr viele. Sehr, sehr übertrieben, überdurchschnittlich viele, sagen wir so. Die sind halt irgendwie alle gleich bei uns. Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie so Standard ist, wenn man aus Ostdeutschland nach Bayern zieht, dass man sich dann einfach wie ein Arschloch benimmt. Ich weiß es nicht. Also so langsam glaube ich es einfach so. Ich weiß es nicht. Gut, ich meine, es war halt, also wie gesagt, ich ärgere mich echt, dass ich keinen Dashcam drin habe, weil das ganze Ding war unglaublich. Ich will es nicht sagen, jetzt haben wir hier 3 Suits gedroppt, wow, 4 Suits. es war halt irgendwie so ein bisschen strange. Ihr müsst es so vorstellen. Ich habe die wirklich nur berührt. Also mit der Front habe ich die wirklich nur berührt. Das waren Stupser quasi. Gut, dass das einkackt mit dem Ding. Aber ich vermute, mit dem Pedal einkackt und ich weiß nicht, was sie denn gemacht hat. Sie hat es auf alle Fälle geschafft, dass sie es vorne über Lenker, also dass sie es quasi überschlagen hat mit dem Rad, nach vorn drüber quasi.
Was irgendwie interessant ist, weil ich weiß es nicht. Normalerweise zieht es dann halt vielleicht nach links oder so, oder man fällt halt auf die Seite, aber ich meine, du musst halt irgendwie entweder mit der, also halt mit der Vorderradbremse bremst haben. Was halt einfach wirklich irgendwie ihre Schuld war. Also ich meine, wenn ich jetzt mit einem Fahrrad 20 km/h fahre und mit einer Vorderradbremse bremse, dann ist es klar, dass es mir überschlägt. Also dann tatsächlich, das, was wirklich passiert ist, das war eigentlich. Also, es ist schlecht zu erklären. Ich kann es auch nicht aufzeichnen oder so. Ihr müsst es einfach so vorstellen. Die ist eingehakt. Dann hat ihr eben irgendwie eine Vollbremsung gemacht, scheinbar mit der Vorderradbremse. Und daraufhin hat es quasi überschlagen. Also, nur diese Berührung an sich, noch eine CU, lol. Diese Berührung an sich hätte es halt einfach noch gar nicht ausgemacht. Also, nur durch die Berührung hätte es die Frau nicht überschlagen und hätte sich nicht verletzt. In keinster Art und Weise. Und keine Ahnung. Irgendwie, es war halt irgendwie super random und super strange einfach so. Also, es ist halt, wenn man sich das einfach mal so vorstellt, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Auto hinkommt, jemanden seitlich rammt, dann stellt man sich so ziemlich alles vor, aber nicht unbedingt gerade, dass es jemand nach vorn hin quasi überschlägt. Also, wenn man jemanden seitlich reinfährt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt richtig komisch. Will mir jetzt auch nicht rausreden oder so, wie gesagt, aber nur wenn ich das gerade mal so wirklich mit dem Kopf gehen lasse, ist es halt irgendwie echt super strange. Naja. Ja, und dieser Typ dann, dieser Mann von der, ja, da hatten auf alles bestanden, Notarzt und Krankenwagen und Polizei und so weiter. Also gut, ich meine, Polizei muss das sein. Also, da war kein Tropfen Blut. Die Hose war kaputt. Vom Fahrrad war ein bisschen was kaputt. Und der Knie hat er wehgetan und die Hände haben ja angeblich gebrannt. Weil es halt irgendwie mit den Händen quasi dann vorausgefallen ist. Und dafür braucht man einen Krankenwagen und Notarzt. Okay. Also das finde ich halt einfach, wisst ihr so, dieses Ding, das halt passiert ist und so, das ist halt das eine. Okay, wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich meine Schuld. Wobei ich sagen muss, 100%. Also, zu sagen, 100% Schuld ist, glaube ich, ja gut, nach unserem Rechtssystem ja, aber ich weiß es nicht. Also, persönlich überzeugen würde ich sagen 70, 80%, aber ich weiß es nicht. Also, man lernt ja in der Grundschule, dass jeder auf den jeweils anderen aufpassen muss im Straßenverkehr. Und weiß ich nicht. Ja, wie dem auch sei. Ansonsten, normalerweise ist das so, man fährt dann zum Arzt, lässt sich das Ganze quasi dokumentieren und so weiter, wenn man halt dann wirklich so butthurt ist und sich halt dann quasi, oder dann halt zumindest auf Schmerzensgeld besteht und so weiter. Aber halt dann tatsächlich, vor allem wir wohnen auf dem Dorf, es gibt hier eine Handvoll Krankenwagen, ein oder zwei Notärzte und das war's. Und dann tatsächlich ein ganzes Team dann damit quasi beschäftigen mit einer. Mit wahrscheinlich nicht mal einer Prellung. Oh Mann, ey. Es war ja nicht mal so, dass sie irgendwie, dass sie kein Auto hatten oder so. Die haben dann irgendwie angerufen, weil die haben da auch in der Nähe gewohnt. Kamen irgendwie zwei Frauen vorbei. Hatten ein großes Auto, haben die zwei Fahrräder eingeladen. Und sind dann heimgefahren. Also, die Frau ist ins Krankenhaus, oder die sind zum Krankenhaus und sind schlecht gefahren. Und ich meine, muss man so ein Aufsehen machen und wirklich ein ganzes Team damit beschäftigen und halt einen RTW blockieren und keine Ahnung und Notarzt, die halt unter Umständen auch wichtigere Einsätze hätten. Keine Ahnung, also. Ich verstehe solche Leute nicht. Ich weiß nicht, ob der Typ einfach wirklich so arm ist, dass es wirklich nötig hat oder irgendwas kompensieren muss, ich weiß es nicht. Scheinbar muss er ziemlich viel kompensieren oder so. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr gehandelt hättet, in beiden Situationen, von meiner Sicht aus oder aus seiner oder aus, ja, seiner Sicht aus quasi. Die Frau hat eigentlich, die war komplett gechillt, der hat es eigentlich, also, die war am ruhigsten von allen eigentlich. Also, die Geschädigte quasi. Und nur er hat sich aufgeregt und wie gesagt, es ging ihm halt eigentlich da mehr um
Ja, ich sage jetzt mal, ich vermute einfach mal, dass es ihm ging, oder darum ging wahrscheinlich halt Profit rauszuschlagen. Das vermute ich einfach mal. Also, wenn ich jetzt eine Frau hätte, dann wäre der erste Satz nicht irgendwie, keine Ahnung, das wird dich viel Geld kosten und dann mach mal die und die Anzeige und keine Ahnung, wisst ihr, also, ich weiß es nicht. Aber gut, solche Idioten gibt's. Und tja, traurig, aber so ist es nun mal. Ich meine, die Sache ist einfach, ich kenne einfach, vor allem leider, so viele Leute, die sich so verhalten. Ich weiß es nicht, was mit denen wirklich mit denen kaputt ist. Also ich meine, ich bin oft in Österreich und die Leute sind da irgendwie komplett anders. Und ja, also ich kann für meinen Teil nur noch sagen, mich bestärkt das einfach nur immer noch mehr einfach in meinem in meiner Planung einfach aus Deutschland auszuwandern. Ich kann mich mit den Leuten und mit dem Land und mit der Politik und mit absolut nichts mehr einfach identifizieren. Also ganz egal. Also ich meine, ich würde es nicht alle über den Kamm scheren, aber ich meine, klar, es gibt einige nette, es gibt immer solche und solche, klar. Aber so viele Wichser, die in unserem Land rumlaufen. Boah. Ich weiß es nicht. Also ich meine, sie heißt immer so, Deutschland ist das Land der Spießer. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Aber jetzt mal im Ernst. Es gibt definitiv die in jedem Land. Aber so überdurchschnittlich viel, wie es bei uns gibt. Also ich meine, vor einem Jahr, vor 2 Jahren oder so, gab es bei uns eine Abstimmung über irgendeine Firma, da was bauen darf, oder so, irgendein Bürgerbegehren oder keine Ahnung. Also quasi dagegen. Boah, haben sich die Leute da gezeigt. Leck mich am Arsch. Also so verbitterte Leute zwischen, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 40 plus oder so. Holy shit, einfach nur. Ich weiß nicht, was mit den Leuten kaputt ist, aber also, die gingen dann mit über 50% dann quasi mit Nein aus. Also, so nach dem Motto, alles bleibt, wie es ist. Nichts wird verändert. Ja, keine Ahnung, man kann teilweise einfach nur den Kopf schütteln. Und ich meine, ein Traditionsunternehmen will ein Dorf ausbauen. Ist seit 70, 80 Jahren bei uns. Weil wiederbauen will halt vor allem auch Tourismus quasi wieder oder noch mehr Tourismus reinbringen. Und was macht die Leute? Nein. Cool, also sucht sich das Unternehmen nach 70 Jahren einen anderen Standort und geht in ein anderes Dorf. Props an euch. Kann man nicht nachvollziehen einfach, aber ist ein anderes Thema. Aber so. Also man sieht halt einfach wirklich. Ich sehe einfach tagtäglich, wie Leute drauf sind und. Nee, ich will nicht einfach nur noch weg. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wann. Vielleicht habe ich auch wirklich nur das Pech. Also ich will nicht sagen, immer. Ich will jetzt, also ich muss dazu sagen, jetzt hier über YouTube und so weiter sind 99% der Leute wirklich nice drauf und keine Ahnung. Sind halt einfach auch meistens jünger, in Anführungsstrichen. Jung, jünger. Schleif-Community wird auch langsam alt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber so der Rest. Boah. Weiß ich nicht. Nein, nicht, also. Ich kann es nicht sagen, ich kann mir vorstellen, irgendwie alt zu werden oder irgendwie hier zu leben für 50, 60 Jahre oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also deswegen, ich weiß es nicht. Das kam jetzt nicht nur durch das Ding heute, das ist schon lange mein Plan. Mal schauen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was bei rumkommt. Ja, wie gesagt, das ist natürlich jetzt das neue Auto ist, das ärgert mich gerade am meisten.
Was denn der andere Wichser da jetzt noch alles von mir will, das ist die andere Frage. Ja. Also, ich muss sagen, am lustigsten fand ich aber auch. Auch die anderen haben dann einfach nur den Kopf geschüttelt, also Notarzt und die Polizist und so weiter. Ich glaube, konnte, glaube ich, keiner nachvollziehen. Aber gut, ich meine, man muss auch nicht selbst zahlen, die Einsätze, oder man profitiert davon, also warum schon mal nicht? Naja. Aber wehe, dann kommt man keinen Notarzt, weil er gerade mit irgendwie mit irgendwelchen Kleinigkeiten und Bagatellen beschäftigt ist. Dann regen sich die Leute wieder auf. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Der Horizont von manchen Leuten ist einfach so groß wie, ich weiß es nicht, ein Stück Baguette oder so. Nee. Naja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.